Herzlich willkommen zu einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir sind hier mit Lara unterwegs. Wir wollen gerade ganz nach oben auf den Berg, damit wir dieses Signal absenden können. Und jetzt haben wir hier schon ein paar Leute genatzt und hier sind aber noch... Hier sind zwei neue. Die möchte ich gerne lautlos mit dem Bogen erwischen. Fangen wir mit dem an. Bam! Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Hier springen wir direkt rüber. Das Gefühl, das ist richtig. Nehmen wir unsere Pfeile zurück. Die können wir gut gebrauchen. Also einmal nochmal Q. Wir sind auf dem richtigen Wege. Hier ist eine Kiste. 10 EP. Oh oh. Wie kommen wir denn jetzt? Das ist nicht... Oh, hier liegt noch was. Zahlen. Irgendwelche Koordinaten. Wollte jemand, dass es gefunden wird? Finden Sie einen Weg in den Bunker? Ja. Was hat uns denn... Ach, das hier wahrscheinlich. Reliquie. Wir sind hier, wollen da hin. Das heißt, geradezu rechtsisch von uns. Das bedeutet... war da irgendein Zeichen gerade? Nee. Das bedeutet, wir müssen da irgendwo hin. Kann das sein? Nee. Hä? Das ist noch ein Pfeilchen. Können wir nicht nehmen, wir haben schon genug. Hier können wir hoch. Ist das abgefahren hier, ne? Mit dem ganzen Stacheldraht. Zweiter Weltkrieg. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Oha. So, Munition kann ich eh nicht nehmen. Dann geht's weiter. Wuppa! Es ist eiskalt! Shit! Strom? Oh, nein, ich muss auch noch im Wasser. Oh, hier überall diese Leichen, ne, die hier so rumhängen. Und ein paar Frauen. Eine hat Vater mit Neues selbst gebracht. Für das Ritual? Vermutlich. Heute Nacht wisst ihr. Was ist hier? Ah, ah, ah. Da ist ein Gas unterwegs. Muss ich öfter drücken? Okay. Kaputt. Ich hab's kaputt gemacht. Oh, eine Ratte. Okay. So, wo sind denn die Nacken jetzt, die wir eben gehört haben? Erstmal eine Kiste mitnehmen. Vorsicht, Vorsicht! Es ist voller Benzin! Was denn? Wo denn? Ah ja. Echt? Wofür brauchen Sie das? Generator vermutlich. Für den Turm. Wie zum Teufel kriegen wir es die Treppe rauf? Gute Frage. Wir lassen es erstmal stehen. Und holen ein paar von den anderen, damit sie uns helfen. Sollen wir recht sein. Dann los. Oh oh. Kommen die jetzt hierher? Oder gehen die durch die Tür? Die kommen hierher. Die kommen hierher. Habt ihr was gehört? Vielleicht hier drüben. Oh, Scheiße, Hilfe, schnell! Bam! Sorry, ich muss mich gerade konzentrieren. Das war ja... Aber habt ihr das gesehen? Der hat mich angeguckt. Alter! Was, der lebt immer noch? Alter! Es ist immer wieder aufregend. Ich dachte, ich hätte seinen Kopf getroffen, aber dem war wohl nicht so. Ich hätte wahrscheinlich auch das Fass anschießen können, aber das... Ich dachte, das wäre zu laut gewesen. Eventuell. Kiste. Da haben wir schon... Haben wir schon einen Punkt? Nee, noch nicht. Boah, hier? Hier... Ah, ich verstehe. Da wäre ich normalerweise durchgegangen, wenn ich durch die Tür hätte gehen können, aber das konnte ich nicht. Gucken wir mal hier. Die Pfeile sind wieder voll. Na, dann gehen wir mal hoch. Shit. Ich hab doch geschossen! Ich hab doch geschossen! Ich hab doch... Alter! Wieso? Oh, Exekution. Ja, das würde ich gerne mal sehen.
Das würde ich wahnsinnig gerne mal sehen. Ich glaube, dieses Update mit dem erhöhten Munitionskapazität hätte ich gar nicht gebraucht, weil ich kann ja immer wieder meine Pfeile da rausziehen aus den Vögeln. Aber gut, jetzt haben wir's. Ärgern wir uns nicht. No one leaves. Keiner verlässt das sinkende Schiff. Das mit dem Schiff habe ich mir jetzt dazu ausgedacht. Aber dann haben wir letztens... Oh ja, das ist ein guter Tipp. Das haben wir ja letztens schon mitbekommen, dass man von dieser Insel einfach nicht fliehen kann. Sobald man los schwimmt mit einem Schiff oder einem Boot, dann kommt das Ungewitter und haut einen wieder zurück auf die Insel. Ich drücke jetzt einfach mal hier. Das hier bestimmt irgendwas. Oh, keinen Ausweg, Outsider! Outsider? Ist das dein Ernst, Digga? Oh shit, Gas! Oh shit! Das war anscheinend nicht so schlau! Raus hier! Wo willst du hin? Boah! Hier liegt was! Halt eine rechte Maustaste gedrückt, um zu ziehen. Ah! Cool. Wo ist er? Wo ist er? Ah. Uha. Nehmen wir mit. Beende es. Bitte. Beende es? Bitte? Soll ich? Bitte. Töte mich einfach. Ihr seid Zeugen, er hat's gesagt. Fahr zur Hölle. Genau sowas. So, anscheinend habe ich volle Munition. Nee, doch nicht. Oh, jetzt lesen wir uns mal was durch. Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von zwei Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Mhm, also das ist jetzt aus Kriegszeiten noch ein Dokument. Jetzt ist die Frage, von wem das verfasst wurde. Ein alter Bericht aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Achsenmächte haben hier die Stürme untersucht. Was haben sie gefunden? Achsenmächte, das heißt Japaner und die Deutschen. Und die Italiener gehören auch dazu, aber das gehört woanders hin. Hoffentlich habe ich jetzt nicht gelogen. Aber wie gesagt, wir machen jetzt erstmal einen auf. Fuck! Da geht zum Glück die Bullet-Mine an. Und der liegt zum Beispiel auch noch. Oh, Buddy! Ihr wollt euch mit mir anlegen? Das heißt nichts Gutes für euch! Oh, noch oben! Lebt da noch einer? Die halten ganz schön viel aus, die Vögel. Habe ich das schon mal erwähnt? Der lebt auch noch hier. Lad nach, Lara, lad nach! Ich glaube, der lebt noch. Oder? Kopfschuss? Jawoll. Alter, ist das aufregend. Ist das aufregend! Hier ist noch eine Kiste. Munition. Hier ist nix. Mach die Lichter an. Da dachten sie, haben sie einen guten Trick drauf. Aber da seid ihr nicht früh genug aufgestanden. Oder so. Ah, die Lara wird langsam, aber sicher zu einer kleinen Mordmaschine. Aber wir haben es ja schon erwähnt. Die wollen es nicht anders. Friss das! Wie viele gibt's hier eigentlich von denen? So, vorsichtig.
schön, Herbst. Oh, kaputt. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, du musst sie erst mal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Natürlich. Schon wieder klettern. Großartig. Ach, du stehst doch drauf. Ja, das ist natürlich total convenient, wie der Engländer sagen würde, dass sowas natürlich da ganz oben angebracht wird. Dann kommt man halt besser ran, wenn man Not am Mann ist. Vor allem, weil hier ja nicht immer Sturm vorherrscht. Mann. Aber lesen wir uns das nochmal durch hier. 6. September 1982. Jetzt bin ich allein. Die anderen sind alle tot. Und das ist auch gut so. Ich habe von den Klippen aus zugesehen, wie ihr provisorisches Boot von den Stürmen hin und her geschleudert wurde. Die Wolken sahen aus wie eine Hand über dem Wasser, die vehement an dem hilflosen Boot zerrte. Keiner überlebte den Zorn dieses Sturms. Ich habe es genau beobachtet. Der Sturm war örtlich begrenzt und kam unvermittelt. Und genauso plötzlich war er auch wieder weg. Und das Interessanteste daran, er wirkte nicht zufällig. Ich spürte Emotion, Absicht. Ich weiß nicht, was auf dieser Insel vor sich geht. Noch nicht. Aber wenn ich entkommen will, muss ich dieses Phänomen zuerst begreifen. Jetzt beginnt meine eigentliche Aufgabe. Das ist der Wahnsinnige, der letztens schon erzählt hat, dass er eigentlich die anderen scheiße findet. Und sie da an ihren Tod schicken möchte. Tja, was soll ich dazu sagen? Oh, hier ist das Safe House. Sacrifice. Wo geht's lang? Sag mal, bin ich von da gekommen? Ja. Dann ab in den Spalt. What? Heiß. Es ist so cool gemacht. Es ist einfach so cool gemacht. Vorsicht. Vorsicht, Lara. Das mit dem Turm muss jetzt aber klappen. Okay. Mann, ey. So, hier bitte. Hat der Sturm aufgehört? Hat der Sturm aufgehört? Wenigstens der Regen? Cool. Basis Außenbereich. Schnee. Das ist doch nicht normal. Tja, das ist tatsächlich sehr interessant und erinnert mal wieder an Lost. Oder? Gab es da nicht auch so eine Stelle, wo auf einmal Schnee war? So, wir haben aber hier einen Fähigkeitspunkt. Und ich habe noch keine Ahnung, wo wir den rein investieren. Was ist das denn? Kämpfer-Upgrades, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Schmerztoleranz. Halten Sie im Kampf mehr aus, um zu überleben. Schmutzige Tricks. Werfen Sie Ihren Feinden Steine und Dreck ins Gesicht, um sie anfällig für Ihre Angriffe zu machen. Das finde ich sehr, sehr interessant. Alles andere ist hier noch dicht. Da komme ich erst rein mit Rang 2. Das werde ich auch erst später lesen. Aber das finde ich cool und ich möchte gerne mein Leben haben. Yes. Meistern. Setzen wir uns jetzt kurz hin, meditieren ein bisschen und dann sind wir einfach stärker. Das finde ich gut, Lara. Das finde ich gut. Dass du das auch schon kannst. Weiter geht's. Da lang. Ah ja. Da würde ich auch im richtigen Leben ganz ohne nachzudenken einfach rüberlaufen. Oh, Alter! What? Wetter! Loslassen!
ich mich erschrocken. Und jetzt gehen die da, legen die da wieder los, oder was? Verdammt. Wie viele sind es? Leute, ihr habt keine Chance. Keine Chance. Oh, shit. Aber wie viele Schüsse die aushalten, das ist so unglaublich. Nachladen. Hoffentlich kommt jetzt kein Molly. Na, komm her. Na, komm her. Das interessiert den gar nicht. Der ist so ein bisschen so, sag mal, muss das jetzt sein? Aber mehr nicht. Und dann auf einmal ist er tot. Oh, hier sind Bären. Gedrückt halt? Nee, ich hab sie. Und wie sehe ich denn jetzt, woran erkenne ich denn, was ist denn hier los? So, Dokumente. Sowas. Bogen, Fortschritt, Fähigkeiten, Reliquien. Naja. Das wird schon alles. So, jetzt kommt hier ein bisschen Munition wahrscheinlich raus. Ne? Ah, was war das denn? Alles klar. What? Nee, nicht alles klar. So, jetzt sehe ich es erst. Guck mal hier, kann ich noch an so Arim. So viele Schüsse. Ey, das ist doch nicht wahr. Nachladen. Schnell, 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 schnell. Ach, die ist leer. Die Waffe ist leer. Okay, jetzt habe ich aus Versehen. Kriege ich jetzt zwei wieder raus? Nee, nur ein. Aber fünf Schuss dafür. So, war hier noch einer. Shit. Ja, komm raus. Nein. Und jetzt ist es nämlich so, dass es doch gut ist, dass wir dieses ganze Munitionszeug genommen haben. Der schießt mit Feuerpfeilen. Der schießt mit Feuerpfeilen. Habe ich die hier schon alle ausgenommen? Nee. Hier war noch was. Drei Pfeile, sehr gut. Drei Schuss, irgendwas. Mal gucken, was hier ist. Da ist sie. Oh, shit. Okay, ich habe eine Idee. Die hier. Warum schießt du nicht? Achso, nachladen. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Bam! Das war sehr gut. Okay, sie geht immer eigenständig in Deckung. Das ist sehr vernünftig. Kommen wir jetzt hier runter, ohne uns irgendwas in die Rippe zu rammen. Yes. Okay. Nehmen wir mal das hier. Kommen wir hier rein. Nein. Kommen wir da hoch? Nee. Was? Wer will hier schon wieder was? Shit. Lebt er noch? Natürlich lebt er noch. Was ist das für eine Frage? Ich bin aber ein sehr guter Schütze. Ach, der letzte Schuss. Der letzte Schuss war's. Jetzt hoffe ich, haben die hier so ein bisschen Munition dabei. Yes. Yes, yes. Danke, Freunde. Wie viele das sind, ne? So, da hoch kann ich wahrscheinlich nicht. Will ich jetzt auch nicht. Oder doch? Hier ist nämlich bestimmt noch eine Kiste. Jawohl. Und noch irgendwas. Noch irgendwas. Hier. 13. Oktober 1990. Über die Jahre gab es andere Überlebende, aber ich habe sie stets gemieden. Und liefen sie mir über den Weg, zeigte ich keine Gnade. Aber nun brauche ich andere. Um voranzukommen, muss ich die Insel beherrschen. Also werde ich eine kleine Gruppe loyaler Gefolgsleute um mich scharen. Sie müssen begreifen, wie wichtig Macht und Organisation sind. Und noch wichtiger, sie müssen ohne Zögern töten können. Denn das wird ein Teil ihres Lebens sein. Sie brauchen Struktur, ein Ziel und Arbeit. Und wenn die Insel mein ist, werde ich das wahre Geheimnis der Stürme lüften. Also das ist wahrscheinlich hier der Anführer jetzt, ne? Dieser Wahnsinnige. Das habt ihr wahrscheinlich schon viel früher rausgehört aus dem, was er so erzählt hat. Beziehungsweise aufgeschrieben hat. Ich bin heute nicht so schnell. Wow, 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 what? 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 What?
Den haben wir da schon mal runtergeholt. Der schießt mit den Feuerpfeilen. Das finde ich ganz so gar nicht gut. Ist er tot? Ich weiß es nicht. Mann, ey. Soll er den Bodies wieder einpacken, du Arschloch? So, da ist auch noch einer. Den haben wir schon mal gesehen. Haha. Sind da schon wieder so viele da drüben? Oder habe ich jetzt alle? Oh, ich kann nicht nachladen. Das heißt, die Money ist uns mal wieder ausgegangen. Aua, was ist denn? Achso. Ein kleines Stückchen Feuer. Komm schon. So, hier ist auch noch Munition. Oh, 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 oh. Die wollen alle Stress. Aus dem Weg. Sie gehören mir. Gegner mit Schild. Ich hasse Gegner mit Schild. Ausweichen. Drücken Sie Umschalt. Okay. Du schaffst das. Du schaffst das tatsächlich. Du schaffst das tatsächlich. Ich hab doch gedrückt. Hä? Na komm. Wieso kann ich jetzt nicht angreifen, wenn ich... Okay, da liegt Muni, die brauche ich. Ah. Na komm. Oh. Oh, shit. Oh Mann, das ist gar nicht so leicht, Leute. Na komm. Na, endlich! Okay, ich hoffe, davon kommen nicht allzu viele. Komm mal auf, das sind meine. Oh. Sie sagt's auch. So, hier haben wir Pfeile, aber die können wir nicht nehmen. Haben wir noch irgendwo Munition? Haben wir noch irgendwo Munition? Und ich scheiß noch rum da am Anfang. Großkotze rum, dass es eh viel zu viel Munition gibt. Und jetzt sowas. Da ist noch Muni. Klar. Gut, Leute. Also haben wir jetzt eine neue Gegnerart. Ich freue mich total nicht. Und in der nächsten Folge werden wir einfach mal in dieses Gebäude hier gehen und gucken, wen wir noch so alles schnetzeln können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch. Wir sehen uns das nächste Mal. Das war euer Fischkopf. Bis dann. Tschüss.